Stell dir vor, dein Leben bleibt stehen. Alles verwandelt sich. Deine Kraft ist verschwunden. Du hast nur noch dich. Aber du kannst dir nicht mehr vertrauen. Ich war einfach Anna. Willkommen zur Preisverleihung der Jahresbesten. Einen Preis für den besten Abschluss mit einem Schnitt von 1,2 erhält Anna Schwarz. Keine Auffälligkeiten. Wie fühlen Sie sich? Besser. Ein bisschen schwummrig noch. Das Blutbild sieht auch normal aus. In Ihrem Alter kann ein Kreislaufabfall schon mal vorkommen. Schonen Sie sich heute ein bisschen. Und dann geht es Ihnen morgen wieder besser. Gute Besserung. Danke. Thank you.
Kannst du mir das erklären? Das ist ungesunder Schrott. Und dann wird er einfach weggeschmissen, ha? Kostet ja nichts. Jahrelang hat er geschmeckt, was ich gekocht habe. Und auf einmal... Deine Nougat-Creme? Bist du jetzt einfach verrückt geworden, oder was? Ich bin nicht verrückt geworden. Das ist alles nicht so einfach. Man verliert hier einfach. Wenn du mal für dein Geld arbeiten musst, dann nimmst du es nicht mehr so leicht. Ich will nicht krank werden. Scheiße. Kann ich einen Termin bekommen? Sobald es geht? Morgen. Morgen. Morgen passt. Ja. Danke. Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als wenn es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Noch so einer. Willkommen im Club. Der weiche Gang, geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille, und hört im Herzen auf zu sein.
Frau Schwarz, kann ich Sie mal kurz sprechen? Ihre Tochter ist gesund. Ich habe sie vorgestern erst untersucht. Aber hatte Anna jemals psychische Beschwerden? Psychisch? Ich bin nicht so ein Psycho, der zum Therapeuten muss. Untersuchen Sie mich richtig! Was? Ich bin krank, ich bin... Frau Schwarz? Will mir denn jemand sagen, was hier los ist? Frau Schwarz, wissen Sie, was eine Panikattacke ist? Haben Sie es wiedergefunden? Was Sie neulich vergessen hatten? Ja, also, ich habe mich vergessen. Das ist nicht schlimm. Das tun hier alle mal. Schlimm sind nur die, die es nicht zugeben. Also, ich bin Hajo. Anna.